Grüße euch mal auf meinem Reise- und Dokumentationskanal. Wir haben es ja noch Januar und heute machen wir mal die erste Wanderung. Und zwar sind wir jetzt hier in Tecklenburg und gehen auch einen Teil von dem Hermannsweg. Also wir machen einen Rundweg und hier starten wir an diesem Turm. Wetter soll ja heute gut werden und jetzt lade ich euch ganz herzlich ein, mit dabei zu sein und dann wollen wir mal los. So, jetzt gehen wir hier ein Stück jetzt auf dem Hermannsweg Richtung Dörner Klippen. Aber so weit werden wir nicht gehen. Diese Wanderung habe ich ja schon gemacht, den kompletten Hermannsweg. Jetzt verlassen wir ja erstmal Tecklenburg. Und jetzt geht es hier an der historischen Wallmauer entlang. Auch mit tiefem Blick. Ins Tal ist es zwar alles diesig, hier auch mal ein Blick zur anderen Seite ins Tal. Natürlich ist hier immer noch alles matschig. Hier jetzt ein Blick auf Ibbenbüren. Das ist Katrin bei ihrer ersten Wanderung in diesem Jahr, zumindest für unseren Kanal.
Hier kann man jetzt richtig schön die Mauer sehen. Hier den Hermannsweg verlassen. Der geht ja in der Richtung weiter. Und hier steht ja auch noch mal ein Schild: historische Wallmauer. Sieht wirklich ganz toll aus. Und da werden wir runtergehen. Hier geht es eine Treppenanlage hoch, die müsste eigentlich dann genau wieder auf dem Hermannsweg gehen. Wir gehen aber hier weiter. Ja, Herkunft Kalifornien, USA. Jetzt treffen wir mal eben wieder auf den Hermannsweg. Ich meine, die hat ja auch gerade gesagt rechts. Also. Jetzt gehen wir ja wieder ein Stück auf dem Hermannsweg.
schlichten Raubvogel. Blick hinten auf Ebenbüren. Hier ist auch eine Kapelle. Also das war hier jetzt die Waldkapelle Holthausen. Blücherfelsen. Hä? Blücherfelsen. Und wir müssen jetzt hier durch diesen kleinen Tunnel. So, das ist jetzt ein Blick ins Münsterland. Hier diesen Weg sind wir gerade gekommen.
Und jetzt geht's weiter. So, auf dieser Bank werden wir jetzt eine kleine Pause machen und die schöne Aussicht genießen. Kann sich zwar nicht anlehnen, ganz fantastisch mit den Felsen und der Weg, wie er so hier verläuft. Das Ronaldsgrab.
So, und hier ist die Freilichtbühne. Und jetzt gehen wir Richtung Altstadt in Tecklenburg. Die Wanderung für heute ist beendet. Wir sind jetzt wieder beim Auto, fahren jetzt heim. Und wenn euch der Film und die Bilder gefallen haben, dann würde ich mich wieder freuen über ein Abo und natürlich auch Daumen hoch. Und auch die GPS-Daten für diese Tour könnt ihr euch auch runterladen. Und jetzt wollen wir mal fahren und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.